Kerstin, du hast einen guten Grund, warum du heute bei uns bist. Du sagst Schluss mit lustig, heute kommt sie, die große Abrechnung, und zwar mit Marcel, weil du hast die Nase endgültig voll. Was ist los, was hat der Marcel gemacht, dass du so stinksauer auf ihn bist? Es geht mir darum, dass beim Marcel und bei der Vanessa Lügengeschichten erzählt werden, dass zum Beispiel der Marcel sagt, er hat keinen Kontakt mehr mit mir, die Vanessa sagt, ich bin krank und dass ich halt sehr viel lüge. Und heute werde ich ein paar Wahrheiten auf den Tisch legen, eben bezüglich zum Beispiel Vanessas Aussage, dass ich lüge. Werde ich heute ein paar Wahrheiten plus Beweise auf den Tisch legen, dass ich nicht lüge. Und dass einfach ein paar Wahrheiten ausgesprochen werden, auch was Marcel betrifft, weil irgendwann reicht es. Ich möchte, dass mein Kind jetzt langsam normal aufwächst, ohne Medien. Erst mit den Medien, wenn sie selbst dafür sich selber entscheiden kann, ob sie das möchte oder nicht. Und somit werde ich heute Karten am Tisch legen. Ich bin jetzt gespannt, was der erste Vorwurf ist, wo der Marcel gesagt hat, wo er dir eine Lüge unterstellt hat. Was ist denn der erste Punkt, mit dem du heute aufräumen willst? Der erste Punkt, mit dem ich heute aufräumen will, ist zum Beispiel, dass wir, wie er gesagt hat, in der TV-Serie, wir haben uns beide geeinigt dafür, dass wir uns trennen. Das ist eine Lüge. Denn ich habe mich von Marcel getrennt, wo ich im Spital gelegen bin und auf Revers nach Hause gegangen bin. Da hat der Marcel mir ja noch sogar gesagt, Kerstin, ist es jetzt wirklich vorbei? Und ich habe gesagt, ja, und bin dann mit meinem besten Freund nach Hause gefahren. Und somit ist der Marcel in die alte Wohnung gefahren. Und dann habe ich gesehen, dass mir der Vanessa schreibt, weil ich habe mich angemeldet gehabt damals auf seinen Messenger. Und bin dann nach Hause gefahren, habe ihn aus der Wohnung rausgehört. Also so war das. Es war nicht so, dass wir sich geeinigt haben, weil was nicht gepasst hat, dass wir sich geeinigt haben, dass wir sich trennen. Nein, ich habe Schluss gemacht und habe ihn aus der Wohnung rausgehört. So war das. Dann gibt so Sachen wie, dass ich an ihn hänge. Ja, ich hänge nicht, also ich hänge nicht an Marcel. Ich bin überglücklich, ohne ihm zu sein. Das Problem ist, wer an wem hängt, das ist der Marcel, weil er hat mir vor 2 Wochen geschrieben. Er hat mir vor 2 Wochen auch mich angerufen, nächtlich, während seine Freundin geschlafen hat. Ich wollte gerade sagen, Moment mal, also der hat auch eine Freundin und der schreibt da mitten in der Nacht dir noch immer SMS. Richtig. Das ist aber schon so ein bisschen No-Go, also... Ja, er hat auch zu mir gesagt, wenn ich das seiner Freundin schicke, beziehungsweise irgendwie öffentlich oder sonst irgendwas mache, hat das Konsequenzen und ich lasse mich von ihm nicht drohen. Also ich denke auch, irgendwie so eine Drohung in den Raum stellen ist schon ziemlich heftig. Ist er überhaupt so? Hat er dir schon öfters gedroht? Ja, ich habe auch eine einstweilige Verfügung gegen ihn. Es gibt eine gerichtliche Verfügung, wo er eigentlich nicht über mich schreiben, posten oder über mich gegen Drittpersonen mich kontaktieren darf. Er darf mich auch nicht anrufen, nicht SMS schreiben, was er tut. Mhm. Und... Er tut das eh schon die ganze Zeit, aber also auch bei Zeitungen, also daher... Aber er hat ja ziemlich orge SMS geschrieben, das ist jetzt nicht irgendwas, sondern er hat ja schon ganz klare Avancen gemacht, was er von dir will. Also das hat er nicht geschrieben, das hat er eher dann per Telefon gesagt und mit dem Cam-Chatten da, das war eh auch in diesen 2 Wochen, wo das war und das habe ich nicht gescreenshottet, ja. Und was hat er denn so zum Beispiel geschrieben für SMS? Hast du uns da vielleicht welche mitgebracht? Ich habe ihm geschrieben, so, weil angefangen hat es mit das erste Mal, wo die Vanessa geschlafen hat, hat er geraucht am Balkon draußen. Und beim zweiten, dritten Mal, glaube ich, war das dann da, hat er gesagt, ich soll die Kamera hinstellen, weil ich immer dachte, ich stelle sie hin, weil ich halt hin und her gegangen bin im Zimmer. In Wirklichkeit hat er gesagt, stell die Kamera hin und zieh halt das Leiberl rauf. Ne? Wow. Während seine Freundin geschlafen hat? Ja, im Schlafzimmer. Hast du es gemacht? Ja. Echt? Ich meine, ich habe mich darauf einlassen, auf den Blödsinn. Das war auch ein Fehler von mir. Okay. Ich habe dieses Webcam 6 da den Blödsinn mitgemacht mit ihm. Und er hat gesagt, beim ersten Mal, habe ich gesagt, am nächsten Tag hat er mich angerufen und gesagt, Marcel, das war ein großer Fehler, dass ich das gemacht habe, ich will das nicht mehr. Er sagt so auch, das war ein Fehler. Aber seine Freundin ist ja noch dazu schwanger, bitte. Ja. Wahnsinn. Aber am nächsten Tag hat er gesagt, habe ich zu ihm gesagt, das war ein Fehler. Mhm. Er hat auch gesagt, das war ein Fehler, ich habe gesagt, ich mache das nie wieder. Und am nächsten Tag hat jemand den Tag, wo er gesagt hat, das war ein Fehler, hat er gesagt, er legt jetzt auf, er geht schlafen. 10 Minuten später hat er mich wieder angerufen und dann war es ein zweites Mal. Und ich habe dann so Marcel gesagt, so Marcel, liebst du deine Freundin eigentlich? Mhm. Er so, ja, das ist es ja. Und ich so, warum machst du das dann? Oder warum verlangst du das dann? Und er sagt so, siehst du, und du bildest da wieder was drauf ein. Ich so, ich bild mir nichts drauf ein, aber wenn deine Freundin da drin schlaft und sie schwanger von dir ist und du sagst, du liebst sie, macht man sowas doch nicht. Und er sagt so, ja, sie ist schwanger, die will keinen Sex. Also, und dann holt man die extra, weil daher, denk ich mir halt, ne? Ja.
Ja, ist schon ein bisschen komisch irgendwie. Ja. Aber warum hast du dich wirklich darauf eingelassen? Ist da doch noch so ein Restgefühl für Marcel womöglich da? Weil ich denke, nein, ich weiß nicht. Das Problem ist, der Marcel kann sehr gut schauspielern, sehr gut lügen und sehr gut umgekehrt Psychologie, wie er in der Ausdruck was sagt. Er will etwas, dann geht er doch von dem Thema weg und dann schaut er aber, dass er insgesamt wieder zu dem Thema kommt und dann das bekommt, was er will. Also er ist so richtig manipulativ eigentlich. Richtig. Ja, und wie geht's dir jetzt irgendwie damit, dass du weißt, da liegt die schwangere Freundin von ihm im Bett, ja, und er verlangt von dir sexuelle Handlungen noch dazu über die Webcam, er kommt nicht mehr zu dir her. Bist ich du da nicht mal, irgendwie wütend? Ich meine, ich bin schon wütend, ja, weil er sie betrügt, weil in der Serie hat er ja gesagt, er hat die Vanessa noch nie betrogen. Ah, ja. Was ein Blödsinn ist, ein richtiger Blödsinn, ja, weil in dieser Woche, wo der Marcel in Wien war, wo die Vanessa draußen in Linz war, er hat sie ihn ja auch betrogen, ne? Und nur mit dir oder hat der Marcel so richtig viele Mädels, die er da abgrast? Nein, er hat mit mir geschlafen in dieser Woche, wo er in Wien war, wo er nicht in Linz war bei ihr und sie getrennt waren, wo ich halt, ja, wir sich getroffen haben, habe ich halt mit Marcel geschlafen, gebe ich auch zu, eine Woche. Und das wissen eh alle schon. Aber hast du nicht Angst, dass du jetzt auch womöglich nochmal schwanger werden kannst? Weil ich meine, Marcel hat ein mega Problem, dem passen keine Kondome, wie wir wissen. Das ist so ein Blödsinn. Er sagt doch, er ist so gut gebaut, dass da kein Gummi drauf passt. Nein. Nein? Schlägt zum Glück doch nicht so groß? Für sein Alter sage ich schon, okay, ja, er hat einen großen, muss ich schon sagen. Aber jetzt auch nicht so übertrieben, dass er der Einzige wäre in ganz Wien oder ganz Österreich, ja, dass er jetzt sagt, pfah, ich brauche einen angefertigten von Kuhdarm-Kondom, ja. Also es passen ihm schon welche und er hat auch welche benutzt, nur er hat sie immer wieder runtergegeben. Es gibt Gummis, die ihm passen und im Sexshop, das ist so eine blöde Ausrede, weil wir sind, glaube ich, schon zwei oder drei Mal in Sexshop gegangen, um so Sachen zu schauen. Also so wie die Ausrede, da wollte ich nicht reingehen, ist so ein Bullshit. Also er legt schon richtig drauf an, dass er vielleicht irgendwie noch mehr Kinder kriegt oder so. Nein, er hat gemeint jetzt da, wo ich mit ihm telefoniert habe, dass nach der Vanessa ein Sohn Schluss ist. Glaubst du das? Nein. Glaubst du, dass er noch eins von dir will? Ich habe schon Wetten abgeschlossen, dass es auf 10 kommt. Also. Glaubst du, dass er noch eins von dir will? Weil er hängt ja noch an dir. Nein, sicher. Ich will ihn aber nicht zurück, weil ich bin ohne ihn glücklich. Die Kleine lebt ohne ihn gut. Sie erwähnt das Wort Papa fast nie. Ja. Die letztes Mal, wo ich die Kleine und ich eben TV geschaut haben, ich schaue es mir ja auch an, hat die Kleine zu Marcel Opa gesagt. Ui, und das mit 19, also... Vielleicht sollte er da optisch mal was machen, wenn er mit 19 schon Opa ist. Naja, sie hat zum Kindesvater Opa gesagt, weil er sie nicht erkannt hat. Der Marcel hat sich bei der Kleinen jetzt 7 Monate nicht blicken lassen. Und aber tut dir das als Mutter nicht irre weh? Nein, weil da gab es Vorfälle mit Marcel mit der Kleinen, das muss ich ehrlich sagen, tut mir nicht weh. Was ist da passiert? Naja, es gab Momente, also die ersten 5 Monate ist der Marcel gut für die Kleine da gewesen. Ja, da sage ich Hut ab, er ist aufgestanden, hat alles passt. Nur nachdem unsere zweite Tochter gekommen ist, war er nicht mehr dasselbe. Er wollte nicht mehr aufstehen, wollte nicht mehr schlafen. Und so wie er bei TWM gesagt hat, wo die Kinder uns weggenommen worden sind, da hat er Drogen genommen. Hm. Das stimmt nicht, der hat davor schon Drogen genommen. Okay. Er hat das auch, ich muss das jetzt auch so raus sagen, weil es mich einfach ärgert, dass so viele Lügensachen sind. Er hat es auch neben der Kleinen gemacht. Was hat er da so konsumiert? Cannabis. Okay. Cannabis, ja. Und es geht mir einfach, ich will nicht schlecht über ihn herziehen, aber mich ärgert, dass er sich so gut ins Licht stellt, was er nicht ist. Dass er jetzt mit der Vanessa so tut, als der darf Happy Family machen und er spielt das alles nur, weil das ist Show. Mhm. Weil wäre er so glücklich, wie er tut, dann hätte man vor 2 Wochen nicht sein auspackt vor der Kamera. Ja? Das ist richtig. Aber ich muss jetzt noch mal drauf zurückkommen, die Geschichte mit dem Kind irgendwie. Ich meine, wenn ein Vater Drogen konsumiert neben den Kindern, ja, dann ist es naheliegend, dass er in Bewusstseinszuständen ist, die ihn vielleicht Dinge machen lassen, die normale Menschen nicht. Und war gewalttätig? Also so richtig gewalttätig war er nicht, ja. Ich muss das ja schon dazu sagen. Es gab schon Momente, das sage ich auch geradeaus, da hat er mich am Hals packt gehabt. Da gibt es eine Freundin, die das sogar gesehen hat, die da war. Die kann das auch bezeugen. Es gab Momente, da hat er mich gewürgt. Ich bin auch mehrmals zur Polizei. Also so richtig mit beiden Händen? Ja, mit einer Hand. Mit einer Hand bin ich so am Hals gepackt. Wie hast du dich gewehrt? Na, weggeschossen. Es gibt dann, eben bei der TWM-Folge habe ich dann auch gesagt, bei den vorigen, wo ich ihn zweimal in den Mund geschlagen habe, da habe ich mich gewehrt, weil er mich gewürgt hat. Ja? Und ich als Frau, ich hab mir immer damals als Frau geschworen, bevor ich meinen ersten Freund hatte, ich lasse mir von niemandem die Hand heben, von keinem Mann. Mhm. Der Marcel war der erste Mann, ja, wo ich mir das alles gefallen habe lassen. Das Haare reißen und den Hals packen von ihm. Ist er auch gegen die Kinder losgegangen? Nein, das nicht, aber er hat es beschimpft. Melina hat er beschimpft. Was hat er zu Melina gesagt? Naja, und
da kann er mir jetzt böse sein oder was auch immer, die Sonja von, ich kann auch dazu sagen, eine, nicht jetzt Namen, eine von der Familienhilfe war bei uns dabei, die hat das gehört, hat das auch mehrmals mitgekriegt. In der Früh zum Beispiel wollte Marcel nicht aufstehen, wo ich, glaube ich, schwanger war, war das. Da hat er zu Melina gesagt, halt die Fresse, du missgeputzt uns heute, wir sind im vierten Stock. Wie alt war die Melina da? 9 Monate. Halt die Fresse, du Missgeburt, sonst haue ich dich aus dem vierten Stock. Weil er schlafen wollte. Was sagt man da als Mutter dazu? Ja, ich bin schockiert gewesen. Bist du ausgezogen? Ich bin ausgezogen und gesagt, reiß dich jetzt mal ein. Wir haben deswegen ja jedes Mal gestritten, weil er nicht aufstehen wollte, weil er die Kinder beschimpft hat. Die Lucia hat er vielleicht 3-mal in der Hand gehalten und hat gesagt, da, ich nehme, ich kann nicht, ja, weil er Angst hat, dass sie zerbricht. Hat aber ja der Melina ja auch geschafft. Aber er hat ja, glaube ich, nicht so einen zärtlichen Umgang mit den Kindern gehabt. Ich glaube, da gab es eine Szene beim Wickeln, wo du dir wirklich dachtest, um Gottes Willen, jetzt tut dir richtig weh. Ja. Was war da? Das war so, dass die Melina, also war auch, ich glaube so fast eben 9, 10 Monate, der Marcel war zum Wickeln dran, ich war für die Lucia verantwortlich, ich weiß aber nicht, ob die Lucia da schon da war. Die Familienhelferin war bei uns auf Besuch, bei unserem Zimmer und Melina wollte nicht wickeln. Und Marcel war angefressen, heiß, wütend, keine Ahnung, müde vielleicht und ist in der Früh aufgestanden und war halt zum Wickeln dran. Und, ich habe damals noch so einen Doppelkinderwagen gehabt. Ja. Und er war einfach, ich weiß nicht, schlecht gelaunt, keine Ahnung, behindert im Kopf oder so. Aber er hat dann die Füße von der Melina aufgerissen und die Familienhelferin ist neben dem Marcel gestanden und hat dann gesagt, Marcel, das kannst du nicht machen. Und Marcel, seine Aussage war, das hat dir nicht wehgetan. Und hat aber geschrien und geweint. Oh Gottes Willen. Und da muss man schon dazu sagen, sein Kind hat natürlich ganz empfindliche Gelenke. Das heißt, er hätte ja ganz schnell die Hüfte auskugeln können. Ja. Das ist, und da sitzt man als Mutter dann natürlich sehr betroffen da. Ja, schon. Weil das ist das, was mich ja so ärgert. Ich werde immer als schlechte Mutter hingestellt. Und um Gottes Willen, warum hat dir ein Kind weggegeben? Um Gottes Willen, warum das und dies? Aber warum hast du das Kind weggegeben? Jetzt die Lucia, hast du die Chance aufzuräumen. Also ich habe die Lucia deswegen hergegeben. Also so, die Kinder wurden mir weggenommen. Die kleine Lucia war 2 Wochen nach der Geburt da. 2 Wochen nach der Geburt wurden mir beide Kinder weggenommen. Nicht nur wegen Marcel, sondern wegen uns beiden. Ja, und Marcel hat aber die Jugendamtauflage, ich habe in der vorigen Staffel von Teenager-Mütter gesagt, wegen den Kindern, wo sie noch bei mir waren, es liegt jetzt alles an Marcel, ob die Kinder wegkommen oder nicht. Jeder hat das gesehen, jeder kann auch nochmal nachschauen. Es ist in der Staffel gesagt worden, es liegt an Marcel, ob die Kinder jetzt bei mir bleiben können oder nicht, wo er mir einen Hirntouch gegeben hat, wo ich das gesagt habe. Dann hat der Marcel aber seine Jugendamtauflagen nicht erfüllt und somit wurden die Kinder weggenommen. Also die Kinder sind weg wegen ihm? Ja, weil er die Jugendamtauflagen nicht erfüllt. Aber holst du dir jetzt die Lucia zurück, weil der Marcel ist weg, du bist jetzt alleine? Ich habe ja dann die beiden Kinder zurückgekriegt, die waren 11 Wochen lang weg, dann habe ich mich von Marcel getrennt, weil das Junge mir nochmal die Chance gegeben hat, entweder ich gehe jetzt ins Mutterkinderheim, trenne mich von Marcel und kriege die Kinder zurück, oder ich entscheide mich für Marcel und dann habe ich gar nichts. Und mir sind die Kinder aber wichtiger als der Marcel. Mir ist jedes Kind lieber als irgendein Kerl. Meine Kinder ist mein ganzer Stolz. Und dann sind die Kinder halt 11 Wochen lang weggekommen. Und ich habe sie gerade erst 2 Wochen gehabt, die Lucia. Ich habe sie auf die Welt gebracht, habe sie 2 Wochen abgestillt, habe mich um sie gekümmert. Und sie war mein Kind. Und ich habe eine Bindung aufgebaut, weil in der Schwangerschaft hatte ich ja keine Bindung noch. Ich habe mich im fremden Körper gefühlt, weil das alles der Abstand so kurz war. Und ich habe mir gedacht, wenn sie auf die Welt kommt, geht's boom, habe die Bindung und es passt alles. So, das war dann auch so. Ich habe die Bindung gehabt, 2 Wochen nach der Geburt. Auf einmal nehmen sie es weg. Für 11 Wochen. Mhm. Wie hätte die Mutter-Kind-Bindung bestehen bleiben sollen? Ja. Es gab dann keine Bindung mehr, wie ich sie auf Radikal zurückbekomme. Melina war ein Jahr davor bei mir. Da kann man nichts mehr zerstören. Die war ein Jahr lang bei mir. Dann wurde sie mir weggenommen und wieder zurückgegeben. Da war ein Jahr Bindung schon da. Bei der Lucia, ich lerne sie gerade erst kennen und dann auf einmal wird sie 11 Wochen weggenommen. Und dann habe ich gesagt, ich will das Beste für mein Kind entscheiden. Ich gebe sie zu Pflegeeltern. Da kann sie geliebt werden, da kann sie aufwachsen. Nur ich will nicht keine Muttergefühle für sie haben und dann als drittes Rad am Wagen oder sie vernachlässigen. Ich möchte, dass sie genauso gleich aufwachsen kann wie die Melina. Einfach gut aufwachsen kann. Das verstehe ich, das verstehe ich. Wie geht es dir jetzt irgendwie in diesem Kampf irgendwie um die Lucia gefühlsmäßig? Nimmt dich der stark mit? Also ich weiß, sie ist mein Kind, sie ist mein Fleisch und Blut. Ich kann sie auch sehen, einmal im Monat. Und ich finde, das passt so. Mhm. Ihr geht's gut, sie entwickelt sich gut. Ich sehe sie, es passt wirklich. Wir sind gleich wieder zurück. Nach einer kurzen Werbepause rechnet Kerstin weiter ab mit Marcel. Bleiben Sie dran. Bis gleich.
Seit mehr als 60 Jahren setzt Spar mit einzigartiger persönlicher Bedienung Maßstäbe in Österreich. Heute beschäftigt Spar mehr als 10.000 bestens ausgebildete Feinkostmitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die heute wie damals gerne auf ihre Wünsche eingehen. Fein, dass wir Ihnen die besten Stücke frisch aufschneiden, hauchdünn oder zentimeterdick. Fein, dass Sie beim Brot auch einen halben Laib haben können. Fein, dass die Aktionspreise auch für die kleinsten Mengen gelten und Sie bei Spar Decker für Decker günstiger einkaufen. Die einzigartige persönliche Bedienung bei Spar. Fein, dass es das noch gibt. Sie war erst klein, dann wurde sie größer. Ich schaue diesen Film am liebsten. Ich lass los. Lass jetzt los. Dann schauen wir auch noch gerne Nicky, Ricky, Dicky Dot an. TV Media. Einfach Fernsehen. Jetzt mit vielen Tipps für Kinder. Licht. Die Schönheit des Lebens. Die Vielfalt an Farben, die uns seit Jahrhunderten faszinieren. QLED. The next innovation in TV. Jetzt von OLED, Plasma, LCD oder LED auf die neue QLED-Technologie umsteigen und bis zu 1.000 Euro Eintauschbonus kassieren. Neu. Cooking. Das Magazin mit den besten Kochideen. Von Österreich. Beim XXXLutz-Jubiläum minus 33% auf viele Schlafzimmer. Unser XXXLutz. Was der alles hat. Gültig vom Herstellerlistenpreis. Die Österreicher. Die Österreicher haben es gerne sauber. Die Österreicher sind häuslich. Die Österreicher sind geradlinig. Skoda, made for Austria. Skoda, simply clever. An einem Ort passen auch die unterschiedlichsten Geschmäcker ganz gut an einen Tisch. Beim Griller, da kommen eben alle zusammen. Wahre Griller gehen zu Billa und holen sich Landgeflügel Hühnerkeulen gewürzt. 800 Gramm Packung nur 3,99 Euro. Skoda feiert 25 Jahre made for Austria. Mit Fabia Vorteilspaketen und dem Fabia 25 ab 10.980 Euro. Skoda, simply clever. UE24 TV präsentiert Teenager werden Mütterstar Kerstin packt aus. Jetzt auf UE24 TV. Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind hier im UE24 TV Studio mit einem besonderen Gast, mit Kerstin, bekannt aus Teenager werden Mütter. Und die rechnet heute so richtig ab, und zwar mit ihrem Ex Marcel. Glaubst du irgendwie, dass der Marcel Angst hat, dass du heute irgendwie Dinge hier sagen könntest, die ihn nicht so dastehen, wie er sich selbst dargestellt hat? Ich bin mir sicher, dass der Marcel die Nachricht bekommen hat, dass ich heute zu U24 gehe. Und ich bin mir auch sicher, dass ich noch jetzt eine Schlammschlacht angefangen habe damit. Hm. Hast du Angst vor ihm? Lässt du dir von ihm drohen? Nein. Sobald er mir droht, gehe ich zur Polizei und mache eine Anzeige. Und umso mehr Anzeigen er hat, umso mehr Anzeigen er von mir bekommt, geht das aufs Gericht zur einstweiligen Verfügung und er ist das. Okay, weil wir haben nämlich jetzt gerade von Marcel einen Anruf in der Redaktion bekommen, der ist während unserem Interview eingegangen, wo er dir eben droht und sagt, er hat seinen Vertrag bei ATV gekündigt und du darfst nichts Schlechtes über ihn sagen, weil sonst hast du eine Klage am Hals. Fürchtest du dich jetzt? Er kann mich ruhig anklagen. Aber weißt du, ich habe keine Angst vor ihm. Er kann mich anklagen, so viel er will. Ich habe die ganzen Beweise gesammelt wegen der einstweiligen Verfügung. Er verstoßt hat seit vorigen Jahr November gegen die einstweilige Verfügung, obwohl er seit November nicht mehr schreiben darf. Er hat die einstweilige Verfügung auch bekommen. Er kann mich ruhig anklagen. Er kriegt eine doppelte Klage wegen der einstweiligen Verfügung, weil er über mich spricht, Leute übertritt, Kontakt über mich kriegt. Also mit einem Wort, da geht jetzt ein richtiger Krieg zwischen euch wahrscheinlich los. Aber ist dir wurscht und du stehst zu deiner Meinung, vor allen Dingen, weil du ja auch wirklich die Wahrheit sagst. Und wer die Wahrheit sagt, der braucht auch nichts zu befürchten. Eine andere Sache hat er euch noch, beziehungsweise Vanessa hat es eigentlich vorgeworfen, weil er sagt ja selber irgendwie, er spricht nicht schlecht über seine Ex-Freundin, lässt aber dann die Vanessa praktisch als Sprachrohr fungieren. Ja. Und da kam dann der Vorwurf, dass du die gestalkt hast. Du bist nach Linz gefahren, hast sie dort gestalkt, die beiden. Was ist da dran? Die Geschichte. Du lachst schon. Der Marcel muss immer im Mittelpunkt stehen. Ja. Es muss immer um ihn gehen. Egal, ob ich nach Linz fahre oder St. Pölten oder Thailand, es muss immer um ihn gehen. Ich bin nicht nach Linz gefahren wegen ihm. Ich bin nach Linz gefahren, weil ich dort einen Hund hingebracht habe.
einen Stafford zu einer, kann ich nicht sagen, zu einer Freundin, die hat den Hund haben wollen, den haben wir ihr gebracht und ich bin nicht nach Linz gefahren, um Marcel zu stalken. Und deswegen musste ich so lachen, wie ich das gehört habe. Es dreht sich nicht alles um ihn. Der Mensch interessiert mich nicht mal mehr. Er soll nur mit der Wahrheit am Tisch bleiben, weil sonst bleib ich mit der Wahrheit am Tisch. Mich interessiert der Mensch gar nicht. Hast du ihn kontaktiert in Linz oder so? Hast du irgendwas nichts geschrieben? Nein, ich war in Linz bei einer Freundin und wir haben halt ein Foto miteinander gemacht, ein Selfie. Damals mit meinem anderen Freund. Und das haben wir halt auf Facebook gestellt. Und Marcel meint, was machst du in Linz? Also das war quasi alles, also von wegen Stalking, nichts dahinter. Nein, ich stalke nicht. Er sagt nur manchmal zu mir, Kerstin, ich kann auch nach Wien fahren und wir können das anders regeln. Er ist derjenige, der sagt, wenn du jetzt nicht mit mir am Telefon normal redest, fahre ich nach Wien und wir reden so. Und will er dann reden oder will er dann was anderes als wir reden? Also es ist bei ihm eher so, wenn am Telefon, wenn ich mit ihm diskutiere, so eben wie ich mit ihm diskutiert habe, wegen der letzten Zeitung, er kann nichts dafür und die Vanessa sagt auch, er kann nichts dafür, er hat kein Interview gegeben und ich so, nein, sei mal nicht böse, aber wenn ich mich entscheide, ein Interview zu geben, dann steht das auch so drinnen, was ich sage. Und wenn ich, und das ATV, oh, kann ich das sagen? Ja, das ATV hat halt gesagt, dass der Marcel ein Interview machen muss und der Marcel ist verpflichtet, in ATV zu sagen, dass er eine einzelne Verfügung hat und nicht über mich reden darf. Okay. Hat er aber nicht. Ist das eigentlich alles echt, was man da bei Teenager werden Mütter sieht? Ich frage mich da manchmal irgendwie so, ist das wirklich gestellt oder ist das wirklich echt? Oder? Es ist echt, ja. Es ist echt. Aber so wie Marcel sich bei TVM gestellt hat, bei mir in die Folgen, das war nur der Anfang. Ja. Nach der Kamera war es noch schlimmer. Oh. Bereust du die Zeit mit Marcel? Ja. Die Kinder nicht, aber mit ihm schon, ja. Und trotzdem gab es da jetzt sexuellen Kontakt in der nicht so allzu weiten Vergangenheit. Bereust du den auch? Oder ist der Sex mit Marcel einfach vom Weg? Nein, es ist... Also jetzt Hand aufs Herz, Sex mit ihm ist gut. Er ist gut. Aber er ist nicht so gut, dass ich jetzt sagen würde, ich will wieder zurück oder so. Ja, dann, ich sehe das halt dann als so auf der Art One-Night-Stand, ja, als ein Stich und passt schon. Wow, das ist meine Ansage. Glaubst du, die Vanessa hat damit ein Problem, wenn sie solche Aussagen von dir hört? Die muss ja jetzt ihre Angst kriegen, dass du da sagst irgendwie Marcel, wann immer du Lust hast, für so stehe ich bereit. Sie hat ja Angst, deswegen, es ist ja auch so. Der Marcel, er sagt ja, ich verbiete ihm indirekt die Kinder, dass er sieht. Ich verbiete sie nicht indirekt. Ich habe zu Marcel gesagt, die ersten 3 Tage soll er allein nach Wien kommen, wegen der Kleinen. Die kennt die nicht. Die weiß nicht, wer er ist. Der Marcel hat die Kleine 7 Monate nicht gesehen. Und ob das, die Vanessa sagt, na, sie verbittert ihm die Kinder nicht, was ich aber anders sehe. Der Marcel will die Vanessa bei den Kindern dabei haben. Ich habe gesagt, nein, die Vanessa hat erstens mit meinen Kindern nichts zu tun, nur weil die zwei jetzt ein Kind miteinander bekommen, heißt das noch lange nicht, dass die Stiefmama für meine Kinder ist. Mhm. Auch wenn die verheiratet sind, ich sehe sie nicht als Stiefmutter für meine Kinder an. Weil der Marcel soll immer schauen, dass er einen Bezug zu Melina selber bekommt, anstatt dass er eine Frau mitnimmt, die sie nicht kennt, die ihn nicht kennt. Die Melina kennt jetzt weder Vanessa noch Marcel. Und ich will, dass die Melina mal einen Bezug zu Marcel aufbaut, dass der Marcel regelmäßig die Besuchszeiten einhaltet, nicht einmal kommt und nach 7 Monaten wieder. Hm. Wäre es nicht vielleicht sogar besser, dass der Marcel überhaupt keinen Kontakt mehr zu den Kindern hat? Es wäre schon besser, aber irgendwie denke ich mal, Melina will ja auch wissen, wer ihr Vater ist. Ja, ich kann auch nicht sagen, jetzt da, du bist so entstanden durch Luft. Mhm. Und es gibt auch sicher genug Kinder, die sagen in der Schule, ja, der Papa ist das, der Papa arbeitet das. Und ich will das der Melina genauso bitten. Sie braucht Mama und Papa, egal wie sehr ich mit Marcel zerstritten bin. Ja. Mhm. Die Kleine will ich ihm nicht vorenthalten. Mhm. Nur er kann leider nicht akzeptieren, dass ich die Vanessa die ersten 3 oder 4 Male nicht dabei haben will. Und solange er das nicht akzeptieren kann, kann ich nicht ihm helfen, die Kleine zu sehen. Mhm. Weil die Melina kennt ihn nicht. Mhm. Die kennt ihn einfach nicht. Und die Vanessa hat am Anfang, mir wurde gesagt, vor Marcel selber am Telefon, dass die Vanessa einfach Angst hat, dass, wenn ich keinen Freund habe, dass ich noch was von Marcel will. Naja, so ganz unrecht hat sie ja da nicht, oder? Naja, also du sagst Marcel nicht nein. Wollen, zurückhaben wollen, was will von Marcel nicht wirklich. Also es ist. Und jetzt im Vergleich gesehen, du hast ja dazwischen auch einen anderen Freund gehabt, ja? Ich sage jetzt deinen Namen nicht, aber mit dem habt ihr ja da doch einiges im Bett angestellt, so was fast schon filmreif war. Ich sage nur, Stichwort 50 Shades of Grey. Ja. Wer war da jetzt besser von den beiden? Es kommt nicht an, wer drauf wäre besser, es kommt auf die Technik an. Oh. Okay, wer hat die bessere Technik? Ja, das kann ich nicht beantworten. Okay, also das heißt, ein paar Geheimnisse, die bleiben dann doch da. Abschließend darf ich dich was fragen, was eigentlich eine ziemlich simple Frage ist, aber was viele Leute immer wieder anzweifeln. Bist du eine gute Mutter? Ich bin eine gute Mutter und ich kämpfe für meine Kinder und wenn es sein muss, ich kämpfe bis zum Ende der Welt für meine Kinder. Es ist nicht so, dass ich jetzt
Ja, das mit der Lucia habe ich jetzt eh gesagt, dass das halt das Beste war, dass sie zu Pflegeeltern kommt. Mein Sohn, ja, das ist eine ganz andere Geschichte, da wurde mir damals weggenommen, mit Gründen, die eigentlich unerklärlich sind. Und die Melina, ja, die ist die Einzige, die halt bei mir ist und sie wächst auf, sie blüht, sie gedeiht. Man kann dann eh vielleicht sie kurz zeigen, auch, aber sie ist mein ganzer Stolz. Also das heißt, sie macht dich richtig schön glücklich. Ja. Jetzt habe ich nochmal abschließend Fragen, dass diese Abrechnung, die du heute gemacht hast, fühlst du dich jetzt befreit? Fühlst du dich jetzt glücklich? Ja, ich fühle mich befreit. Nicht nur befreit, sondern einfach, dass ich meinen Beitrag jetzt dazugeben konnte, dass es einfach die Kommentare, was da kommen, dass ich eine schlechte Mutter bin und dass ich zum Beispiel, es waren auch Kommentare im Internet dabei, zum Beispiel, nicht der Marcel war das Schlimme, sondern ich. Und war es so schlimm? Nein, das von den Streitigkeiten her, also, meine okay. ich jetzt, dass der Marcel der Ruhige war und nicht Streit angefangen hat, sondern ich war immer die Schlimmere. Und jetzt habe ich endlich mal das sagen können, wie Marcel wirklich war, dass er Drogen genommen hat, auch neben den Kindern, dass er auch aggressiv war, ja, weil sonst hätte er die Jugendauflagen nicht bekommen, Antiaggressionstherapie und Männerberatung. Ich meine, wie er jetzt ist, keine Ahnung, es kann auch Schein sein, aber ich habe auch schon Streitereien zwischen den beiden gehört, weil die Vanessa halt, weil der Marcel dauernd der Vanessa Busses geben wollte im Live und sie hat gesagt, na, sie will nicht, und er hat dann gesagt, na, dann gescheißen halt im Live. Es gab auch schon Streitereien zwischen denen, weil Marcel hat mich auch weinend angerufen. Ich springe jetzt vom vierten Stock und die Vanessa hat halt zu ihm gesagt, er soll springen und hat mich auch angekriegt. Und die Vanessa hat mir Zigaretten gerade im Gesicht ausdämpft. Das habe ich alles schon. Da hat er mich angerufen und mich so voll gesudert. Ja? Und ich wollte ihm nur helfen und gesagt, na dann komm nach Wien, warum bleibst du bei ihr? Ja. Und dann bin ich die Böse. Nein, nicht mit mir. Gibt es jetzt noch irgendwas, was du dem Marcel sagen willst? Du hättest jetzt die Möglichkeit, musst gar nicht direkt mit ihm sprechen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das richtest du ihm in aller Öffentlichkeit aus? So ein ganz klares Statement, um endlich mal so einen Schlussstrich unter seine ganzen Attacken einfach, zu ziehen. Ja, einfach, dass der Marcel mir nicht mehr droht. Also Marcel, du brauchst mir nicht mehr drohen. Du kommst nicht wirklich weit damit und die Wahrheit sollte am Tisch bleiben. Solltest du merken. Dann sage ich herzlichen Dank, Kerstin, dass du heute bei uns warst. Ja, ganz schön spannende Geschichte, die sich da bei Teenager werden Mütter abspielt. Vielleicht meldet sich ja der Marcel nochmal bei uns und ist das nächste Mal auch hier. Und wer weiß, vielleicht begrüßen wir euch demnächst sogar beide. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend. Ja, für eine kleine Diskussion oder so bin ich immer zu haben. Sie haben es gehört. Es geht also weiter hier auf OE24TV. Tschüss und Baba. Schön, dass Sie auch jetzt wieder mit dabei sind, und es hat heute einen echten Paukenschlag gegeben in der österreichischen Politik. Grünen-Chefin Eva Klawischnik ist heute am Vormittag völlig überraschend zurückgetreten. In einer sehr emotionalen Rede nennt sie die Familie.